Jo Leute und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster zu einem Mappen-Update der neuen UEFA Champions League, Europa League und Conference League Serie von Tops. In dieser Serie sind Mannschaften aus allen drei Wettbewerben vertreten und wir machen heute mal ein Mappen-Update dazu. Auf dem Cover sehen wir direkt die drei Logos der Wettbewerbe sowie der Slogan der Serie Official Football Trading Card Collection. Dann sehen wir noch insgesamt sieben Spieler aus insgesamt sieben verschiedenen Vereinen mit Bruno Fernandes von Manchester United, Aguero von den Blaugranas oder auch FC Barcelona, Kevin De Bruyne von den Citizens oder auch Manchester City, Son von den Spurs oder Tottenham, dann haben wir von Paris Kylian Mbappé und zwei Spieler von den deutschen Vertretern, einmal Joshua Kimmich vom FC Bayern München und Erling Haaland vom BVB, dann natürlich noch das Matchtext-Logo und das ist von dieser Saison ist. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal in die Sammelmappe rein. Auf der linken Seite sehen wir die Checklist von Karten Nummer 1 bis 261 und dann haben wir als erstes Team Ajax Amsterdam. Die Teams haben entweder dieses Jahr 9 Karten bekommen oder halt 18 Karten. Die größeren Teams und aus den Top 5 Ligen haben eigentlich immer 18 Karten bekommen und manche Teams leider so wie Ajax Amsterdam oder die portugiesischen Teams haben nur 9 Karten bekommen, aber das ist auf jeden Fall gut und nicht so ein Mischmasch wie letztes Jahr, wo manche Teams nur 8 Karten, manche hatten 11, manche 9, also es war letztes Jahr unordentlich und dieses Jahr muss ich sagen, hat Tops es echt geschafft, eine richtig schöne Champions League Kartenkollektion zu gestalten. Auf jeden Fall haben wir dann Ajax Amsterdam, jeder Club, egal ob 9 oder 18 Karten, hat ein Club-Logo, das ist immer oben links in der Ecke und ein Captain, der kann halt je nachdem, wo auf welcher Position er spielt, überall sein. Der ist nur nochmal mit einem grünen Design mit dem Captain-Slogan hier unten versehen. Auf jeden Fall Ajax Amsterdam hier ohne irgendwelche Special-Karten, halt das Logo und die Captain 10 zu den Base-Karten. Dann fangen wir mit den englischen Teams an und dort haben wir zuerst Manchester City. Hier gibt es direkt mal 5 Power-Karten inbegriffen in den Teams plus den Captain und das Logo, unter anderem Super Saver von Ederson, Defensive Warrior von Ruben Dias, Allrounder von Ilkay Gündogan, die Midfield Masterclass von Kevin De Bruyne und die Next Gen von Ferran Torres. Das sind die 5 Kategorien, die es bei den Teams gibt. Nicht jedes Team von den 18 Kartenteams hat alle von denen, manche haben auch nur 2 oder manche nur 3, aber wie gesagt, manche Teams auch 5, wie zum Beispiel hier Manchester City. Auf jeden Fall, leider sieht man, dass die Fotos hier alle aus dem Fotostudio sind und nicht vom realen Spieltag. Ein bisschen blöd, aber das liegt halt daran, dass die Serie so früh rausgekommen ist. Die Effekte bei den verschiedenen Karten bis auf den Next Gen sind ungefähr gleich. Die Next Gen sind ja auch ein bisschen seltener mit zusammen mit den Man of the Match Karten. Auf jeden Fall hier Manchester City. Dann haben wir Manchester United, unter anderem mit Harry Maguire Captain, Defensive Warrior Van Bissaka, dann Midfield Masterclass Fernandes, unter anderem hier auch Pogba, Amad Diallo als Next Gen am Start. Dann haben wir Liverpool mit Rhys Williams, Van Dijk, ihr kennt sie alle, hier unten Salah, Mané, halt der FC Liverpool, dann der letztjährige Vierte aus der Premier League, FC Chelsea, die auch die letztjährige Champions League gewonnen haben, unter anderem mit Thiago Silva hier, ein Anjurin, der mittlerweile schon gar nicht mehr dort spielt, Kovacic, dann Mondi, also Kante, hier sind wirklich richtig starke Spieler vor. Und dann haben wir das erste der beiden englischen Europa League Teams mit Leicester City, unter anderem hier mit Fofana, der jetzt sich vor der Saison richtig schwer verletzt hat, Wardy natürlich der Starspieler, zusammen mit Schmeichel natürlich bei den Foxes. Und dann kommen wir zum zweiten Team, zu den Hammers. West Ham United zum ersten Mal seit Jahren europäisch dabei und sie hätten es auch noch ein bisschen besser schaffen können, haben es an den letzten Spieltagen so ein bisschen verspielt. Auf jeden Fall hier in der Europa League dabei gewesen, als Sechster im letzten Jahr, unter anderem mit Johnson, Antonio, Rice, Suchet. Also die Hammers haben auf jeden Fall auch schon eine richtig coole Mannschaft, unter anderem wie gesagt mit Antonio und Noble. Der Captain ist auf jeden Fall auch einer der Besseren. Haben wir Tottenham Hotspurs, leider letztes Jahr nur Siebter geworden, oder für mich eigentlich nicht leider, weil ich bin ja Arsenal-Fan und Tottenham und Arsenal verstehen sich ja nicht so gut. Arsenal leider gar nicht dieses Mal dabei, europäisch. Insgesamt läuft es ja in der Tabelle auch nicht so gut. Dann haben wir auf jeden Fall die Spurs mit Rodon, Tanguy Ndombele, Kane, Son natürlich die besten Spieler. Und dann kommen wir zur einzigen französischen Mannschaft, die leider nur dabei ist, und zwar Paris Saint-Germain. Leider hat man zum Beispiel Lille nicht in die Collection mit reingetan, obwohl die ein Meister geworden sind. Bisschen blöd auf jeden Fall bei Paris hier unten die drei Stars, Mbappé, Neymar und Di Maria. Der Messi hat leider noch keine Karte bekommen, bekommt er jetzt aber bald bei dem Update-Packs. Dann haben wir Navas, Marquinhos, und dann kommen wir zu zwei deutschen Teams mit dem FC Bayern München, unter anderem mit Musiala. Hier ein kleiner Fail, bestimmt wollte man hier noch einen Stürmer reintun, der weggewechselt ist, vielleicht Douglas Costa oder so. Und man hat dann anstatt einen Stürmer einfach einen Verteidiger reingemacht. Das ist der einzige Fehler, den Tops so bei den Kartensortierungen von der Position gemacht hat. Und zwar, dass man Nian Su zu den Stürmern einsortiert hat. Dann haben wir die BVB mit Haaland hier mit der richtig coolen Karte. Moukoko ist insgesamt die Reihe mit Reus richtig cool. Design. Dann Bellingham, Witzel, Bürki, Meunier,
Jeden Fall richtig cool. Designers haben wir die ganz schön vielen spanischen Teams, unter anderem mit dem Meister aus dem letzten Jahr, Atletico Madrid mit Suarez und Oblak als stärkste Karten. Dann Barcelona hier leider noch mit Messi als Captain, natürlich jetzt nicht mehr da genau wie Griezmann. Dann kommen wir zum Verein aus Madrid, und zwar Real Madrid, unter anderem mit Alaba, das ist einer der wenigen Karten, die jetzt neu als Transfer hier schon in der Serie dabei sind. Varane leider schon nicht mehr da, Courtois noch da, aber auch nicht mehr wirklich so der beste Torwart. Dann Benzema, Arribas als Next Gen hier. Dann kommen wir zum letztjährigen vierten, und zwar Sevilla, auch in der Champions League qualifiziert, zusammen in der Gruppe mit Wolfsburg unter anderem und Lille und Salzburg. Hier unter anderem mit Ocampos, Rakitic, Jules, Koundé, einer der besten bei denen. Dann haben wir in der Europa League Sociedad, unter anderem mit Ira Lahmendi, Ramiro, David Silva, der bekannteste ist, Isak könnte man kennen, Barent Texa kennt man. Und dann haben wir noch zwei Teams, die jeweils nur leider 9 Karten bekommen haben, aber das geht auch klar. Letztjähriger Europa League-Sieger mit Villarreal, die auch in der Champions League dabei sind. Somit sind dieses Jahr 5 spanische Teams in der Champions League dabei. Dann haben wir Real Betis, unter anderem hier auch mit 2 Powerkarten. Und jetzt kommen bis auf, glaube ich, die Mannschaft aus Benfica Lissabon keine Mannschaften mehr Powerkarten mehr. Die nur einzigen 9 Karten Mannschaften Powerkarten sind Betis und Benfica, also auch bei Villarreal waren keine dabei. Dann haben wir Leipzig hier als Mannschaft. Keine Ahnung, wieso man die nicht dazu getan hat. Ich kann das schon verstehen. Vielleicht, weil man die Sammelmappe von der Ordnung her nicht verändern wollte. Aber hätte man meiner Meinung nach auch irgendwie die spanischen Teams erst machen können und dann die deutschen Teams. Wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Auf jeden Fall leider noch Sabitzer dabei, der nicht mehr dort spielt. Dann haben wir 3 portugiesische Teams diesmal mit Sporting Lissabon, mit dem FC Porto und Benfica. Bei Benfica sieht man hier, sonst sind hier oben die Logos, hier gar keine Logos, weil die noch die Qualifikation gespielt haben. Es war nicht klar, ob die Europa oder Champions League spielen. Jetzt endgültig spielen die Champions League, das heißt auch beim Logo kein Logo des Wettbewerbs. Und das heißt, wir haben 3 portugiesische Teams, die in der Champions League aktiv sind. Dann kommen wir zu den italienischen. Dort hat leider wieder mal nur jedes Team 9 Karten bekommen. Und zwar haben wir einmal Inter und AC Milan. Dann haben wir Atalanta und Juventus Turin, auch noch mit Cristiano Ronaldo. Und dann noch 2 Teams aus der Europa League mit Napoli und aus der Conference League mit der AS Roma. Dann haben wir die Man of the Match, dort hat jeder Club einen bekommen. Und auf jeden Fall haben wir dann wieder hier die Sortierung, wie es auch in dem Album schon von den Mannschaften war. Und je nachdem, in welchem Wettbewerb spielen, sind die natürlich auch farblich im Hintergrund unterschieden. Champions League ist blau, Europa League ist orange und Conference League ist grün, wie unter anderem bei Heuberg, der auch der einzige auf dieser Seite ist. Aber hier kommen dann noch zumindest mit Mancini einer nach, also insgesamt 27 Man of The Match Karten. Dann haben wir Master and Apprentice Karten und hier sehen wir kurz, wenn ich das Album drehe, die ersten 9. Das ist ein bisschen blöd jetzt zu zeigen für euch, aber es geht auf jeden Fall fit. Dann haben wir hier noch weitere 9 Karten, unter anderem mit Lewandowski und Musiala oder hier mit einem Moukoko. Und dann haben wir hier nochmal 3 weitere, das heißt insgesamt 21 Stück von denen gibt's. Dann haben wir die Signature Style Karten, die auch relativ schnell voll waren. Ich glaube, das Subset, was ich am schnellsten voll hatte, halt mit der aufgedruckten Unterschrift des Spielers. Gibt es auch nicht von jedem Club eine. Hier sehen wir auch nochmal welche. Und dann drehen wir das Album wieder ganz normal hin, weil wir jetzt zu den Club 100 kommen. Das sind alle 11 Club 100, die es gibt. Mit Neuer, Diaz, Van Dijk, Arnold, Kimmich, De Bruyne, Fernandes, Mount, Rashford, Neymar und Lewandowski, Unbeatable, One A One. Auf jeden Fall das, die Club 100 der Serie. Dann kommen wir zu den Top Heritage Karten. Dort fehlt mir noch die letzte Karte aus dem normalen Set, was man in den Boostern ziehen kann. Und zwar die Nummer 471, Mark Noble. Fehlt mir noch von den Heritage Karten. Und sonst haben wir auf jeden Fall die beiden von City, beiden von United, die beiden von Liverpool, von Chelsea, von Leicester. Dann fehlt mir hier, wie gesagt, noch Noble, deswegen nur eine Best Team Karte. Und dann sind auch wieder alle da, unter anderem mit Musiala und Luke Shaw, die immer auch relativ lang gefehlt haben. Und hier noch die restlichen. Und dann ist hier noch perfekt Platz für die 4 Taktikkarten, die ich im Starterpack habe. Dann kommen wir zu den Gold Limited Editions. Dort gibt es ja dieses Jahr 30 Stück und mir fehlen davon noch 2 Stück. Die LE5 mit Ferran Torres von Manchester City fehlt mir noch. Und die LE23 mit Philippe Coutinho vom FC Barcelona. Dann haben wir die Blue Limited Edition aus dem Online-Shop von Topps. Die 4 Mini-Tin Limited Editions mit Haaland, Trent Alexander-Arnold, Wardy und Son. Und die 4 Megatin Limited Editions mit Pulisic, Mbappé, Fernandes und Sterling. Dann habe ich hier noch Platz gelassen für 13 Karten aus dem Advance-Kalender, diese Festive-Karten. Den habe ich mir schon besorgt, aber für mich, finde ich, gehört sich das, dass man den auch wirklich dann zur Advance-Zeit öffnet. Deswegen werde ich dann den, je nachdem, ob ihr da Lust drauf habt, vor Kamera oder privat öffnen, je nachdem, wozu ich vielleicht auch Lust habe. Und dann kommen wir noch zu den Shield-Karten.
Die zählen jetzt nicht mehr zur Checklist dazu. Das heißt, hier unten wäre dann eigentlich die Sammlung vorbei, wenn man nach der Checklist gehen möchte. Aber es gibt natürlich noch extra Karten, wie die Pro Elite Shield Karten. Dort gibt es 16 Stück und ich habe bisher 6 Stück mit Eden Hazard, Mohamed Salah, Timo Werner, Declan Rice, Alphonso Davies und Robert Lewandowski. Die gehen dann bis unten. Dann habe ich hier noch 2 Codes einsortiert. Dann habe ich bisher eine der Chrome Preview Karten mit Trent Alexander-Arnold letztens erst gezogen. Dieser gibt es noch mehr, das heißt, die würden gar nicht ins Album Order reinpassen. Und dann haben wir noch das Sammlermagazin. Und ihr wisst ja, Leute, es gibt noch Crystal-Karten. Die habe ich jetzt in einer extra Sammelmappe einsortiert, da ich irgendwie finde, dass die Base-Karten auch wirklich zu den Base-Karten kommen. Die habe ich nur einseitig einsortiert, also vorderseitig. Und dort haben wir einmal diese 9 Karten hier. Die sind auch wieder nach Nummern sortiert. Dann haben wir unter anderem hier auch das FC Bayern München-Logo oder auch ein Niklas Süle von Bayern München. Dann das Atletico-Logo, der Hut, Reus, unter anderem Toni Kroos, Navas. Dann haben wir unter anderem Sabitzer, Suso, Fekir und dann hier oben noch weitere Karten, unter anderem mit Adan, Pepe, das AC Milan Badge, Toloi als Captain und dann noch Zielinski und Dzeko. Also insgesamt habe ich 47 der Parallel-Karten, die man ziehen kann. Und das ist sozusagen meine Collection, die ich hier habe. Ich werde noch auf jeden Fall die Noble und die beiden Limited Editions suchen und den Rest, also die Crystal-Karten natürlich auch gerne, aber die werde ich auf jeden Fall nicht voll bekommen. Das war's von meinem Matchtext, Champions League, Europa League und Conference League Mappen Update zu Saison 21-22. Wenn ihr die Karte von Noble, die limitierten Karten von Torres und Coutinho habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt noch einiges zum Tauschen da, also können wir das gerne machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben da. Checkt hier und hier noch gerne die Infokarte aus. Hier könnt ihr abonnieren, hier noch ein erfundenes Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.